Hermann Schmittendorf, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Eisenbahnmagazins Colle Visia. Bei Eisenbahnveranstaltungen sind Dampflokomotiven besonders beliebte Attraktionen, aber sie machen den Gastgebern auch am meisten Arbeit. So ist es auch in Berlin-Schöneweide. Dort haben wir uns zeigen lassen, wie über Nacht fleißige Mitarbeiter kräftig an den Dampfloks arbeiten, damit sie morgens dann den Gästen viel Freude bereiten. Jedes Jahr zweimal im Frühjahr und im September findet auf dem Gelände des Lok-BWs Berlin-Schöneweide ein großes Eisenbahnfest statt. In diesem Jahr am 20. und 21. September 2014. Wir schlagen vor, gucken Sie doch mal dort vorbei. Das ist eine tolle Veranstaltung und denken Sie dann auch ein bisschen an die fleißigen Hände im Hintergrund, die so eine Veranstaltung am Laufen halten. Viel Spaß! Von 1906 bis 1998 diente das Lokomotiv-BW in Schöneweide im Südosten Berlins den Staatsbahnen DR und DB. Danach wurden Gebäude und Gelände dem Verein Berliner Eisenbahnfreunde zur Nutzung übergeben. Dieser organisiert dort zweimal im Jahr große Eisenbahnfeste. Besondere Attraktionen sind immer die Dampflokomotiven. Dieses Mal übernahm Jens Berger freiwillig die Nachtschicht zur Vorbereitung der Dampfloks für den Festtag. Zwischendurch hatte er ein kurzes Nickerchen gemacht. Jetzt muss er wieder auf die Loks. Wir dürfen ihn auf die Dampflok des Vereins, eine Reko 52er, begleiten. Der Druck im Kessel ist schon fast auf den Betriebsdruck angestiegen. In die Ecken habe ich mit dem Schaufelblatt geschaut, um zu sehen, wie das Feuer dort brennt. Und jetzt habe ich gesehen, was ich noch machen muss. Und jetzt werde ich hier auf das Ringfeuer noch ein paar Schaufelchen Kohle auflegen. Das reicht. So, und jetzt speise ich noch ein bisschen Wasser nach. Jetzt überprüft Jens in den Wasserstandsgläsern die Höhe des Wassers im Kessel. Da die Dampflokomotiven, sehr geehrte Zuschauer, auch ab und zu mal Durst haben, brauchen sie frisches Wasser aus dem Tender. Und das wird mittels dieser Dampfstrahlpumpe in den Kessel gedrückt. Sehr geehrte Damen und Herren, da auch manchmal die Kohle alle wird und wir an die alte Kohle aus dem Tender wollen, muss man auch mal in den Kohlekasten krabbeln und nach vorne schaufeln die Kohle. Das werde ich jetzt mal tun. Thank you.
Wie Sie sehen, entwickelt sich das Feuer prächtig, dank guter schlesischer Steinkohle. Seit wann bist du heute auf den Beinen oder bist du über Nacht überhaupt zum Schlafen gekommen? Über Nacht bin ich natürlich nicht zum Schlafen gekommen, weil wir, ein Kollege und ich, auf 7 unter Dampf stehende Dampflokomotiven aufgepasst haben, nach dem Rechten gesehen haben, ob der Wasserstand stimmt, ob der Druck noch halbwegs stimmt und ob die Glut in der Feuerkiste noch vorhanden ist. Wie geht das, wenn man bei der einen fertig ist, geht man wieder zur nächsten, ja, immer reihum über die Nacht? Wir sind im Prinzip reihum gegangen, haben uns die 7 Loks so ein bisschen aufgeteilt und dann haben wir eine knappe Stunde Pause gemacht. Das ist ja etwas, was der normale Besucher einer solchen Veranstaltung gar nicht so sieht, dass im Hintergrund eine Reihe fleißiger Leute tätig sind, damit es überhaupt reibungslos klappt. Und was musst du tun, damit du überhaupt so eine verantwortungsvolle Tätigkeit machen darfst? Ja, dazu muss man einen Kesselwärter-Lehrgang erfolgreich absolvieren mit einer entsprechenden Prüfung. Dies habe ich im Jahr 2008 getan. Ja, nach der erfolgreichen Prüfung habe ich dann mich begonnen, in die Praxis einzufuchsen, mit Hilfe von erfahrenen Kesselwärtern aus unserem Verein. Und schon im Jahr Ende 2008 habe ich dann selbstständig Dampflokomotiven für den Betrieb angeheizt oder für den nächsten Tag warm gehalten. Regelmäßig natürlich bei unseren Eisenbahnfesten, die im Frühjahr und halt im Spätsommer oder Frühherbst stattfinden. Jede Dampflok hat ihre Eigenheiten, ob es eine andere Baureihe ist, selbst Dampflokomotiven gleicher Baureihe oder Lokomotiven mit einem und demselben Kesseltyp haben ihre Eigenheiten. Sie weisen unterschiedliche Instandhaltungszustände auf, das ist entscheidend, aber gewichtiger sind die Unterschiede natürlich von Baureihe zu Baureihe. Die am schwierigsten zu behandelnde Lokomotive ist die Lok der Baureihe 95 dort hinten. Sie hat einen sehr langen Rost. Und da ist es dann schon mit Mühe verbunden, die Kohlen ganz weit nach vorne an die vordere Rohrwand zu werfen. So, wir krabbeln hier mal in den Schuppen. Hier stehen wir vor der Baureihe 95. Diese Lok hatte auch den Beinamen Bergkönigin. Sie wurde im Thüringer Wald eingesetzt und ist vergleichbar mit der polnischen Baureihe OKZ 32, die in Chabówka mit einem Exemplar im dortigen Museum vertreten ist. So, ihr passt mal beide schon irgendwie durch, macht dir mal keine Sorgen. So, jetzt gleich aber richtig eng. So, kommst du. Die Rostlänge ist natürlich um gut einen halben Meter größer als bei unserer 52er. Die Feuerbüchse ist schmaler und die Rostlage ist flacher, was natürlich das Aufwerfen der Kohle nicht mit Tricks und Kniffen erforderlich macht, sondern wirklich mit Kraft, damit man wirklich die Kohle bis ganz dort hinten hinbekommt. Die Maschine hat natürlich ein ganz anderes Anforderungsprofil. Sie ist auf Stärke gebaut, das heißt, es wird eine größere Rostfläche einfach benötigt, weil sie mehr Kohle umsetzt als vergleichbare Maschinen, die fürs Flachland gebaut sind. Und das Spezielle an dieser Lok ist, dass wir hier eine steilstreckentaugliche Lokomotive vor uns haben. Erkennbar sehr schön an den sehr langen Wasserständen in verschiedener Höhe angebracht. Wir haben den linken Wasserstand sehr hoch angebracht und den rechten Wasserstand sehr tief, weil natürlich berücksichtigt werden muss, dass die Maschine in Steigungen und Gefällen fährt und das in den Gebirgsregionen ständig wechselnd. Die Nachbarlokomotive, die 503708 von den Kollegen aus Blankenburg, früher aus Halberstadt, ist eine vergleichbare Lok wie unsere Else, die 528177. Sie ist quasi der Vorgängertyp, hat aber durch die Modernisierung denselben Kessel auf das Fahrwerk gesetzt bekommen. Die Ursprungsbaureihe,
Dieser Lok der 50er ist in Polen bekannt als TY5. Davon haben wir ein Exemplar in Jaworzina Śląska im Museum und ein Exemplar in Wolsztyn. Ich habe jetzt dem Kessel frisches Speisewasser aus den Wasserbehältern zugeführt und damit gleichzeitig den im Kessel herrschenden Druck vermindert, weil die Maschine kurz vor Erreichen des zulässigen Maximaldrucks gestanden hat. Aber wenn nichts passiert, wir hätten dann ein wunderschönes Sicherheitsventil gehört. Wir hätten dann zwei Sicherheitsventile abblasen gehört. Das ist aber dann doch sehr laut und hätte die Aufnahme hier sehr in Mitleidenschaft gezogen. Nach getaner Arbeit ruht sich Jens auf der Bank aus und betrachtet das Bewegelände. Ein befriedigender Anblick, wenn man weiß, dass alles vorbereitet ist für den Andrang der Gäste. So, der Schuppenheizer ist müde, abgekämpft, er hat jetzt Feierabend. Geht jetzt sich waschen und dann schlafen. Ich hoffe, die Zuschauer von Kolevisia hatten einen kleinen Einblick in unser Treiben hinter den Kulissen und können erkennen, was zur Vorbereitung und Durchführung eines solchen Festes erforderlich ist. Do widzenia! Die Aufnahmen, die wir Ihnen eben zeigten, stammen vom Vorjahr 2013. Aber auch in diesem Jahr, am 20. und 21. September 2014, werden auf dem Gelände des BW Berlin-Schöneweide wieder viele fleißige Eisenbahnfreunde im Hintergrund aktiv sein, um Ihnen dann ein wunderschönes Lokfest zu bescheren. Also, unser Vorschlag, fahren Sie doch hin, nehmen Sie teil an dieser sicherlich sehr schönen Veranstaltung und denken dabei auch ein bisschen an die Mitarbeiter, die man nicht im Vordergrund sehen will. Für heute ist das alles in unserem Magazin. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.